Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder und Freunde des Club International, der Städtepartnerschaft Leipzig-Houston, liebe zugeschaltete Gäste aus den USA, herzlich willkommen zu einer weiteren Online-Veranstaltung auf Ihrem Club-TV-Kanal, leider noch immer nicht als Präsenzveranstaltung. Wir haben uns heute, wie Sie der Einladung entnehmen konnten, ein ganz besonderes, aber auch kein ganz einfaches Thema vorgenommen. Anlass für das Gespräch war das Ende der 4 Jahre Trump auf die Übertragbarkeit auf andere demokratische Staaten auszuwerten. Und ich freue mich, als Referenten und Gesprächspartner keinen geringeren gewonnen zu haben als Professor Werner Patzelt, Politikwissenschaftler und Lehrstuhlinhaber von 1991 bis 2019 an der TU Dresden. Seine Forschung drehte sich unter anderem um vergleichende, auch historische Analyse politischer Systeme des Parlamentarismus, politischer Parteien und Kommunikation, heute mit einem besonderen Blick auf die Vereinigten Staaten. Er selbst, wie Sie wissen, ist um keine für andere manchmal schmerzhafte Meinungsäußerung verlegen und durchaus dadurch als ziemlich resilient zu bezeichnen. Für seine Versuche 2015 das Pegida-Phänomen wissenschaftlich zu verstehen, wurde er massiv kritisiert. Später half er der CDU im Wahlkampf in Sachsen. Seit 2019 emeritiert, aber immer noch sehr aktiv, publiziert er auf seinem Politikblog wjpatzelt.de. Sehr lesenswert im Übrigen. Herr Professor, schon am 6.1. haben Sie ja Trumps Weigerung, seine Niederlage anzuerkennen, mit dem Wahn eines Stalins verglichen, der glaubte, alle seine Mitstreiter hätten ihn verraten und dann darauf verwiesen, dass vieles, was in den USA passiert, auch irgendwann natürlich möglicherweise zu uns hinüberschwappen wird. Uns interessiert heute Ihr Fazit für die generelle Verfasstheit der westlichen Demokratie, die ja nicht erst seit diesem, laut Spiegel, Horrorclown im Weißen Haus, sondern durch das grottige Pandemie-Management in vielen demokratischen Staaten weiter massiv Vertrauen verloren hat. Wir werden zuerst Ihnen und Ihrem Impulsreferat folgen und dann steigen wir gerne in die Diskussion mit dem Publikum, Ihnen, liebe Gäste des heutigen Abends ein. Lieber Professor, you have the floor. Ja, vielen Dank für die Einladung, hier zu sprechen. Und ja, damit direkt ins Thema. Das hat ja drei rätselhafte Begriffe oder mindestens drei rätselhafte Begriffe, Trump, QAnon und ein Virus und eine Analyse zur Resilienz der westlichen Demokratie. Also, worum geht es? Was ein Virus ist, weiß inzwischen leider Gottes ein jeder, deswegen brauche ich nichts dazu zu sagen. Donald Trump, der ist auch bestens bekannt und obendrein ist der, und das ist eine gute Nachricht, Geschichte. Aber Nicht-Geschichte ist jene Art von Populismus, dessen Hexenmeister gleichsam Donald Trump gewesen ist. Und wir müssen uns mit den Ursachen dieses Populismus ganz dringend befassen. QAnon, ja, so nennt sich eine mutmaßlich US-amerikanische Person oder Gruppe, was auch immer, die seit, naja, 3, 4 Jahren Verschwörungstheorien mit rechtsextremem Hintergrund im Internet verbreitet. Und inzwischen ist QAnon zum Pseudonym für alle möglichen Sorten von Verschwörungstheorien geworden. Bei QAnon ist zentral die ziemlich beleglose Behauptung, dass irgendwie eine einflussreiche, weltweit agierende satanistische Elite Kinder entführt, sie unterirdisch gefangen hält, foltert, ermordet, um aus ihrem Blut eine Verjüngungsdroge zu gewinnen. Und Donald Trump sei deswegen so wichtig gewesen, weil er im Unterschied zu diesen ganzen sozusagen auf Deutsch linksgrün versifften anderen diese satanistische Elite bekämpft hat und deren verborgenen unter der sichtbaren Oberfläche des politischen steckenden tiefen Staat zu zerstören suchte. Aber QAnon ist tatsächlich nur ein Fallbeispiel für die politische Rolle von Verschwörungstheorien. Und deswegen muss man über QAnon selbst auch gar nicht länger reden, sondern eher über das Phänomen und die Ursachen des Aufkommens von Verschwörungstheorien. Resilienz, das ist ein inzwischen sehr modisch gewordener Begriff. Er meint die systematische Widerstandsfähigkeit von Systemen gleich welcher Art. Also Resilienz meint die Fähigkeit von technischen Systemen, nicht vollständig zu versagen, wenn es zu einem Teilausfall kommt. Resilienz meint die Fähigkeit eines Ökosystems, nach einer Störung sich wiederherzustellen. Resilienz meint die Fähigkeit von Unternehmen, auf irgendwelche Störungen von außen, von den Märkten her oder von innen her funktionssichernd zu reagieren. Bei Gesellschaften meint Resilienz auch die Fähigkeit, externe Schocks wegzustecken. Und bei Menschen meint Resilienz psychische Widerstandsfähigkeit. Und heute geht es um die Resilienz unserer freiheitlichen westlichen Gesellschaften.
So, was heißt das alles, was ich bislang überschriftsartig gesagt habe für unser Thema? Wir haben zu besprechen drei Störungen von bzw. Herausforderungen für unsere Demokratie, den Populismus, auch den Populismus von oben wohlgemerkt, die Verschwörungstheorien, sowie manches, was wir in der Corona-Krise und aus derselbigen zu lernen haben. Und im Zusammenhang und anschließend daran haben wir die Frage zu beantworten, wie denn unsere westlichen Demokratien mit diesen Herausforderungen umgehen können und auch umgehen sollten. Also schauen wir uns die vom Thema vorgegebenen Herausforderungen näher an. Beginnen wir mit dem Populismus. Populismus entsteht bei Repräsentationslücken. Populismus entsteht in Repräsentationslücken. Und was ist damit gemeint? Es kommt immer wieder vor, dass sich ein nennenswerter Teil der Bevölkerung eines Landes von der Politikerschaft nicht mehr vertreten fühlt. Die da oben, die wissen nicht, wie es uns geht, die kümmern sich nicht um uns, die machen etwas, was wir für falsch halten. Und auch in Deutschland gibt es einen nennenswerten Teil der Bevölkerung, der sich von der etablierten Politikerschaft nicht vertreten fühlt. Inzwischen erreicht die Partei dieses Teils der Bevölkerung, selbst unter sehr ungünstigen Umständen wie neuerdings oder wie neulich in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, durchaus knapp an die 10% der Wählerstimmen, und das ist gar nicht wenig. Was sind die Merkmale von Populismus? Vier kann man benennen und die sind auch leicht zu entdecken. Typisch für Populismus ist seitens derer, die ihn vertreten, die Vorstellung, wir hier unten, wir sind machtlos und da oben gibt es die Mächtigen, die sich nicht um uns kümmern. Unten gegen oben, Machtlose gegen Mächtige. Zweites Merkmal, Populisten glauben an die Existenz eines wahren, klaren, womöglich sogar einheitlichen Volkswillens. Und diesen klaren, wahren, gemeinsamen Volkswillen, den kennen wir hier unten. Die da oben, die abgehoben sind, die kennen ihn aber nicht. Und deswegen können sie uns auch nicht vertreten. Drittes Merkmal von Populismus ist Vereinfachung von Aussagen, von Sachverhalten, von Redeweisen, aber nicht jene Vereinfachung, die gute Lehrer verwenden, also didaktische Reduktionen, sondern Vereinfachung in demagogischer Absicht. Ich selbst will mir keine Mühe machen, ich werde mir doch nicht durch näheres Hinblicken meine Überzeugungen erschüttern lassen, und Vereinfachung auch im Sinn von Bauernfängerei. Und das vierte Element von Populismus, das ist die Sehnsucht nach überzeugenden Führungsfiguren. Jetzt gibt es Übertragungsprobleme. Wo Bereitschaft, sich solche Führungsfiguren auch hinzugeben, Politik. Solcher Populismus kann ausgehen von oben. Bei Trump war das der Fall. Oder beim die Bäume umarmenden bayerischen Ministerpräsidenten Söder ist eine heftige Prise Populismus unübersehbar. Und Populismus kann auch ausgehen von unten. Im Fall der AfD ist es so, in den früheren Jahren der Grünen war es so, bei Fridays for Future konnte man das auch beobachten. Wann immer Populismus auftaucht, gleich ob von oben oder von unten, aber typischerweise von unten, ist das ein Hinweis darauf, dass ein politisches System nicht mehr richtig funktioniert. Aber mehr als ein Hinweis auf Funktionsstörungen zu sein, leistet Populismus nicht. Ihm zu folgen oder seinen Aussagen zu folgen, verschärfte ja nur die Probleme, die überhaupt zum Aufkommen des Populismus führten. Insgesamt muss man sowohl systematisch belehrt wie auch durch Erfahrungen, gerade in Deutschland belehrt, feststellen, Populismus bekämpft man erfolgreich gerade nicht durch das Beschimpfen von Populisten, durch das Ausgrenzen von Populisten, sondern Populismus bekämpft man ausschließlich und allein durch Lösung jener Probleme, aus denen der Populismus entsteht. Sowie, und das gehört dann dazu, durch eine Spaltung der Populisten zwischen den ganz Verstockten, die politisch abgehoben, die gaga geworden sind, und den Verwirrten und Verirrten, die man womöglich zurückgewinnen kann. Kommen wir dann zu den Verschwörungstheorien, also das, was unter dem Begriff QAnon in der Themenformulierung vermerkt ist. Im Grunde ist Verschwörungstheorie eine Kurzformel für den Glauben, dasjenige an der Politik, das man sieht, nämlich in den Medien lesen kann, in den Aussagen von Politikern vorgesetzt bekommt, das Sichtbare an der Politik also wäre nicht das, worum es in der Politik wirklich geht. Das eigentliche Spiel
Spiele auf der Hinterbühne. Da ging es um Seilschaften, Macht, Geld, üble Ziele, gleich welche Art. Und dieses wahre Spiel, das müssten wir endlich benennen und den Leuten vor Augen führen. Solche Verschwörungstheorien, also der Wunsch, selbst das Abstruseste zu glauben, wenn man in ihm einen Schlüssel zum Verständnis der konkret politisch in den Medien berichteten Sachverhalte suchen will, solche Verschwörungstheorien als Hilfsmittel gesellschaftlicher und politischer Selbstverständigung entstehen immer dann, wenn in einer Gesellschaft das Vertrauen verloren gegangen ist, das Vertrauen in die Wahrhaftigkeit von Politikern, das Vertrauen in die Wahrhaftigkeit von Journalisten, das Vertrauen in die Redlichkeit von Intellektuellen, dass man also niemandem mehr trauen kann, außer denen, die das allgemeine Spiel zu sagen, das und das sei der Fall, nicht mitmachen und einem sozusagen die Welträtsel erklären und je ausgefallener, um das Wort abwegig zu vermeiden, diese Erklärung ist, umso lieber hört man Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien haben im Grunde immer die gleichen Denkfiguren. Es wandeln sich lediglich die Gruppen, denen man Übles zutraut. Im Mittelalter bis zur frühen Neuzeit waren es die Juden, die die Brunnen vergifteten, oder in der Neuzeit dann die als internationales Finanzkapital die westlichen Gesellschaften ruinierten. Dann sind es Islamisten, Kapitalisten, Kommunisten. Aus rechter Warte sind es die Linksgrünversifften, die sozusagen im Hintergrund spielen und unseren Staat ruinieren. Und es wechseln nicht nur die Gruppen, denen man Übles zutraut, sondern es wechseln auch die üblen Inhalte, die man vermutet. Die einen bauen ihre Verschwörungstheorien, also ihre Erklärungen dessen, was sich auf der politischen Oberfläche eignet, auf, indem sie auf Weltherrschaft und das Verlangen nach ihr als hintergründiges Motiv verweisen. Bei den anderen ist das übergeordnete Ziel die Vernichtung einer Kultur, im schlimmsten Fall der eigenen Kultur, auf alle Fälle die Schwächung des eigenen Landes. Auch hier ist zu sagen, was über Populismus vorhin gesagt worden ist, Verschwörungstheorien bekämpft man erfolgreich nicht durch das Beschimpfen derer, die ihnen verfallen sind, durch das Ausgrenzen derer, die sie verkünden, sondern Verschwörungstheorien bekämpft man erfolgreich ausschließlich und allein durch Lösung jener Probleme, aus denen die Anziehungskraft von Verschwörungstheorien entsteht. Und wie beim Populismus, dazu gehört der Versuch zu spalten, nämlich eine Spaltung herbeizuführen zwischen den Verschwörungsgläubigen, zwischen den Verstockten und den bloß Verirrten, die man vielleicht wieder auf den Pfad intellektueller Tugend zurückführen könnte. Reden wir vom Virus und wie mit diesem Virus heute umgegangen wird. Dieses Virus ist ganz offenkundig da und es ist auch gefährlich, wie man von Leuten erfährt, die auf Intensivstationen tätig sind oder sich dieses Virus mit Krankheitssymptomen eingefangen und die Krankheitssymptome auszukurieren hatten. Nachdem ein enger Freund von mir derzeit heftig mit seiner ganzen Familie unter dem Covid-19-Virus leidet, weiß ich sehr wohl, wovon ich spreche. Dieses Virus, und das macht nun diese Corona-Krise im Vergleich zu anderen innenpolitischen Krisen unseres Landes besonders, dieses Virus betrifft auch über die Abwehrmaßnahmen, die ergriffen werden, um seine Ausbreitung zu verhindern. Dieses Virus betrifft jedermann in unserer Gesellschaft und natürlich auch jede Frau, und zwar gerade auch im Alltagsleben. Es ist ein Alltagsproblem und kein Problem nur für die Tagesschau. Dieses Problem mit dem Coronavirus lässt sich also nicht verdrängen, so wie wir seit der Energiewende unsere Netzwerkinstabilität in Deutschland verdrängen. Gut, es gab mal in München einen Blackout, aber wir haben das alle im Griff, ja, bis der große Blackout eines Tages wohl kommen wird. Und die Corona-Krise und die üblen Folgen einer weiteren Ausbreitung dieses Virus lässt sich auch nicht so verdrängen, wie wir inzwischen die Folgeprobleme des Einwanderungsgeschehens von 2015, 2016 verdrängt haben. Da ist die allgemeine Meinung die, es gibt kein Problem mehr damit, das ist vergangen. Bei Corona geht eine solche psychische Selbstentlastung nicht, weil das Virus da ist, mit neuen Mutanten da ist und wer weiß, wann wir es wirklich so im Griff haben, wie wir inzwischen das Pockenvirus und so weiter im Griff haben. Im Übrigen lässt sich der Umgang mit dem Covid-19-Problem auch nicht dahingehend moralisch rahmen, dass Fakten keine Rolle mehr spielten. Schauen Sie, wann immer es in der Politik um Fragen von Krieg und Frieden geht,
oder ob man eine Revolution unterstützen oder bekämpfen soll, da wird schnell moralisch gerahmt. Und wenn moralisch klar ist, dieser Krieg da, der ist unmoralisch, ist unmenschlich, dann muss man die Fakten gar nicht mehr zur Kenntnis nehmen. Wer ist der Aggressor, um welche größeren Probleme geht es? Da ist einfach die moralische Rahmung dafür geeignet, ein sich einlassen auf die Fakten zu erübrigen. Haltung zeigen reicht aus. Und die Fakten kennen, ja gut, also man kann doch mit einem weltbewegenden Problem nicht so kleinkrämerisch Daten- und Faktenzählend umgehen. Aber man merkt, die Probleme, die mit dem Coronavirus zusammenhängen, die verschwinden nicht dadurch, dass man eine Haltung einnimmt. Ich zeige Haltung gegenüber Corona, was soll das heißen? Es nutzt nichts, eine Haltung zu zeigen. Man muss rauskriegen, worum es geht und was man dagegen tun kann. Und die Haltung, die man wirklich einnehmen muss, der Corona-Krise gegenüber, die besteht eben nicht im moralisch selbstberuhigten persönlichen Wohlgefühl, sondern sie kostet etwas. Man muss in eigene Kontaktbeschränkungen einwilligen. Man muss als Gewerbetreiber, als Solokünstler Einnahmeverluste hinnehmen, um von Gastronomen, Hoteliers ganz zu schweigen. Es müssen auch solche Leute Homeoffice machen, die schulpflichtige Kinder haben, die man jetzt nun nicht mehr in die Schule überall schicken kann. Das kostet also etwas und das macht den Umgang mit der Corona-Krise sehr unterschiedlich zum Umgang mit der Euro-Krise, die ja eigentlich nur Griechenland angeblich betroffen hat, und macht auch einen Unterschied mit der Migrationskrise. Es ist außerdem nicht neu, dass man als Politiker unter Unsicherheitsbedingungen handeln muss und somit das Risiko großer Fehler durch Tun und Lassen eingeht. Das ist typisch für Politik. Aber dass wir daran erinnert werden, das schockt denn doch viele. Denn seit langen Jahren versuchen Politiker, die mit Entscheidungspflichten und folglich auch mit der unweigerlichen Konsequenz eigener Fehler verbundene Entscheidungspflicht abzustreifen. Politiker freuen sich immer darauf, wenn sie sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse berufen können, die ihnen sagen, was denn alternativlos in die Wirklichkeit umzusetzen ist. Das fing schon an mit Gerhard Schröder, als er die Agenda 2010 machte, wo er die Empfehlung der Hartz-Kommission 1:1 im Koalitionsvertrag und in der Regierungserklärung umzusetzen versprach. Dann war somit Schröder nicht verantwortlich dafür, was am unteren Rand der Gesellschaft geschah. Er hat einfach wissenschaftliche Ratschläge befolgt. So macht man es in der Klimapolitik und so versucht die Politik es in der Corona-Politik. Die Wissenschaft erklärt uns, was der Fall ist und wir setzen das nur um. Wir haben keine Verantwortung. Wir machten uns nur dann schuldig, wenn wir nicht den Wissenschaftlern einfach folgten. Naja, was aber, wenn Wissenschaft keine gemeinsame Haltung hat? Wenn das Phänomen selbst neu gewesen ist vor 1,5 Jahren noch, wenn die Ausbreitungswege noch nicht völlig klar sind, wenn es noch keine Langfristwirkungsanalysen gibt, wenn also Wissenschaft das tut, was typisch ist für Forschung, nämlich zu streiten. In dieser Lage befindet sich Politik und das ist für Politiker unangenehm und das ist für das Publikum ab und zu schwer zu ertragen. Mir scheint, dass in einer solchen für Politik typischen Lage des Handelns und der Ungewissheit es besser ist, lieber zu vorsichtig zu sein, als leichtfertig zu werden. Und insofern, und so viel politisches Statement sei hier gestattet, unterstütze ich die Politik des Lockdowns vorbehaltlos, solange er vernünftig ist und nicht sozusagen das Mittel ist, das man immer dann ergreift, wenn einem sonst nichts mehr einfällt. In dieser Lage muss man auf Impfungen setzen. Und es ist eigentlich ganz wunderbar, dass so überraschend schnell überhaupt Impfstoff da war. Aber jeder weiß, dass die Beschaffung des Impfstoffes und die Organisation des Impfgeschehens sehr unzulänglich ist. Hier entdecken wir Züge an unserem Staat, der sich immer seiner Organisations- und Leistungsfähigkeit rühmte. Wir entdecken hier Dinge, die wir lieber nicht so hätten und die wir abstellen sollten. Es braucht leicht zugängliche, leicht benutzbare und verlässliche Tests, damit wir alle unsere Alltagsfreiheiten zurückgewinnen. Auch da lief vieles nicht gut. Und obendrein sind die Unzulänglichkeiten des Regierungshandels in der Corona-Krise auch bei uns und nicht nur in Italien, Frankreich und in den üblichen verübrigten, in den üblicherweise verdächtigen Ländern anzusprechen, sondern bei uns. Zuerst arbeitet die Regierung ohne klare gesetzliche Grundlage und schafft diese erst im letzten Herbst.
dann ist die Regierung ohne klare Richtung. Sie fährt auf Sicht. Das tut man immer, wenn man sich nicht auskennt. Und das ist nicht vorwerfbar. Aber man sollte eine längerfristige Strategie haben und dann umsetzen zu versuchen. Und die Regierung versuchte lange Zeit, das Corona-Problem über dafür nicht recht geeignete Gremien in den Hand zu bekommen. Seit dem letzten Montag ist klar, dass, also seit dem Montag letzte Woche ist klar, dass die Ministerpräsidentenkonferenz unter Ägide der Bundeskanzlerin dafür nicht wirklich das geeignete Gremium ist. Insofern lernt unsere deutsche Gesellschaft wie die französische, die italienische, die spanische, die US-amerikanische am Fall des Coronavirus etwas allzu gern Vergessenes wieder neu, nämlich Politik kann keine Problemlösungen in Aussicht stellen. Genau das erwarten wir immer von Politikern. Sie sollen sagen, wie man ein Problem löst. Es geht aber nicht, denn manche Probleme sind außerhalb unserer Wirkungsmöglichkeiten oder zunächst außerhalb unserer Einsichtsfähigkeit. Und obendrein erkennen wir, dass Wissenschaft kein zweifelsfreies Wissen garantiert, schon gar nicht in kurzer Frist. Wir werden nicht erlöst von der Ungewissheit und folglich von den Fehlern, die wir aus Ungewissheit begehen. Unsere Gesellschaft ist aber lange Zeit nicht bereit und mir scheint auch heute noch nicht bereit, diese, sagen wir mal, existenzialistische Grunderfahrung zu akzeptieren, dass weder Politik noch Wissenschaft uns vor Unsicherheit und Fehlern retten können. Und weil die Gesellschaft diese existenzialistische Einsicht nicht akzeptieren will, deswegen liegen dann Ausflüchte nahe, die wir in Gestalt von Verschwörungstheorien am Werk sehen und in der Zuflucht zu sehen sind, die man zum Populismus nennt, als ob irgendwelche Führer, bloß weil sie das nachplappern, was große Teile des Volkes hören wollen, deswegen schon das Richtige tun würden. Das sind die Herausforderungen. Wie können wir mit ihnen umgehen und wie gehen wir mit ihnen um? Tja, eigentlich, und das ist nun in Anführungsstriche zu setzen, eigentlich ist unser politisches System bestmöglich dafür geeignet, um auch mit diesen von mir umrissenen Herausforderungen konstruktiv umzugehen. Unser politisches System ist gegründet auf Pluralismus, das heißt auf eine legitime Vielfalt von Interessen, eine legitime Vielfalt von Meinungen, eine legitime Vielfalt von Ansichten, die miteinander in Diskurs, in Streit zu geraten haben. Und am Ende des Streites sind wir allesamt klüger als zuvor, so die Hoffnung, und dann treffen wir brauchbare Entscheidungen. Es ist unser gesellschaftliches System gegründet auf eine wissenschaftlich-technische Zivilisation, in der nicht bloßes Glauben und Behaupten und Vermuten wertgeschätzt wird, sondern in der man empirisches Wissen schätzt und logisches Denken. Genau das brauchen wir, um mit diesen Problemen, die wir haben, umzugehen. Und das alles wird in unserem politischen System und im amerikanischen auch und im französischen auch umgesetzt in eine repräsentative Demokratie, wo wir von Politikern erwarten, dass sie den empirisch vorfindbaren Volkswillen veredeln zu jedem hypothetischen Gemeinwillen, den die Leute dann hätten, wenn sie ebenso gründlich sich über Politik informieren und beraten könnten, wie das Berufspolitikern möglich und von ihnen auch zu erwarten ist. Wir haben also eine repräsentative Demokratie, die das vom Volk, von der Bevölkerung gewollte verbessern kann, mit flexibler Parteienkonkurrenz, das heißt mit einem Hebel, über den die Bevölkerung dank regelmäßiger freier Wahlen politische Akzente neu setzen kann, sodass das politische System zu reagieren hat. All das ist da. Und indem ich das alles beschreibe, wird freilich auch bestimmt jedem klar, dass wir unser System durchaus haben verkommen lassen. Es funktioniert nicht mehr so, wie es funktionieren könnte und wie es funktionieren müsste, damit man mit den umrissenen Problemen halbwegs unproblematisch umgehen könnte. Was ist schiefgelaufen bei uns und wo muss man also ansetzen? Schauen Sie, an die Stelle von Pluralismus, also legitimen und geschätzten und wünschenswerten Streit, ist ein vielfacher Zerfall unserer Gesellschaft getreten. Da stehen die Anständigen gegen die Rechten und verwalten unterschiedliches Moralkapital, weswegen dann immer natürlich die Anständigen, das heißt die Nichtrechten, gewinnen. Da stehen die Wissenden gegen die Idioten, ob das nun heute die Covid-Idioten sind, früher die Peg-Idioten gewesen sind. Und genau symmetrisch wird das auch seitens der anderen, der Verachteten, der Idioten, den anderen zugeschrieben.
Das sind dann eben sozusagen linksgrün Versiffte. Wir haben die Spaltung zwischen den Anywheres, die überall auf der Welt tätig sein können für die Globalisierung und Internationalität und Multikulturalität, deswegen ganz normale und selbstverständliche und befreiende Lebensentwürfe sind. Und wir haben die Somewheres, die aufgrund ihrer Berufe, ihrer Sprachkenntnisse, auch der Eigentumsverhältnisse nur an einem bestimmten Fleck der Welt leben können und deswegen ganz anders mit diesem Fleck und seinen Interessen verwachsen sind als andere. Und obendrein haben wir inzwischen, obwohl wir eine auf offenen Streit gegründete pluralistische Gesellschaft sind, wir haben obendrein eine ständige Versuchung zur politischen Heuchelei, weil ein jeder weiß, was er nur sagen sollte, wenn man sozusagen unter sich ist. Jeder weiß, wie er auf sich und seine Redensweisen aufpassen muss. Also nicht nur im Sinn von Anstand, sondern auch im Sinn von kommunikativer Klugheit. Und kommunikative Klugheit ist nur ein Euphemismus für alltagspraktische Heuchelei. Und wer noch nie dieser Heuchelei sich ergeben hat, der möge sich anschließend gleich am Anfang in der Diskussion melden. Ich will dann von ihm oder von ihr vieles zu lernen versuchen. Indem all diese Missstände eingerissen sind, sind vielerlei fruchtbare Diskussionen erstickt und ist unser Pluralismus weitgehend zu einer Inszenierung geworden. Das ist jetzt leicht übertrieben, aber es zeigt die Dimension des Problems an. Schauen Sie, wir sind inzwischen stolz auf Cancel Culture. Das heißt, der darf nicht auftreten, die Position darf keinen öffentlichen Raum finden. Über dies und jenes wollen wir gar nicht diskutieren. Das hieß ja, dem Unsinn zu viel Ehre zu erweisen. Ja, wir canceln Debatten, nämlich jene Debatten, aus denen zu lernen uns klüger macht und in denen wir dumpfe Populisten besiegen könnten. An die Stelle einer wissenschaftlich-technischen Zivilisation ist inzwischen getreten eine Menge von Zweifeln überhaupt an der Möglichkeit und am Wert von Wissenschaft. Das fängt sozusagen harmlos an, indem man sagt, naja, die Natur- und Technikwissenschaften, die sind eigentlich schon seriös, aber in Wirklichkeit werden doch ihre Vorhaben und ihre Ergebnisse von den Geldgebern gesteuert. Und die Wissenschaften von Gesellschaft und Geschichte, die heißen inzwischen ohnehin Geschwätzwissenschaften. Mehr als Geschwätz, das jeder zustande bringt, kriegen auch diese ganzen Soziologen und Genderleute und Politikwissenschaftler gar nicht hin. Im Übrigen wird inzwischen eine liebevolle Unterscheidung betrieben zwischen Daten und Fake News. Und die wirklichen Daten, die wirklichen Fakten sind in der Regel nur das, was sich in der eigenen Meinungshöhle finden lässt. Das, was unserem eigenen Wissen widerspricht, das sind bestimmt Fake News, auf die man nicht hören muss. Folglich mauert sich jeder in seiner Weltsicht ein. Naja, und da muss man sich nicht wundern, wenn dann unterschiedliche Welten aufeinandertreffen und ihre Bewohner aufeinander einschlagen. Und hinzufügen muss man schon, dass es für diese missliche Lage auch eine große Mitverantwortung von Wissenschaft gibt. Seit 2 Jahrzehnten, wenn es nicht noch länger ist, war die Mode des Konstruktivismus etwas, was sich nachgerade seuchenartig in den Geisteswissenschaften verbreitet hat. Und Konstruktivismus meint, es macht keinen Sinn, überhaupt von Tatsachen zu sprechen, weil ohnehin alles, was man ansprechen kann, bloß Konstruktionen sind. Es gibt nicht eine Unterscheidung zwischen Tatsachen und Meinungen über Tatsachen. Es gibt nur Meinungen. Naja, wenn es aber nur Meinungen gibt, dann ist es nicht wichtig, sich mit Daten und Fakten aufzuhalten. Dann muss man jene, die die falsche Meinung haben, canceln und besiegen. Im Übrigen haben wir noch einige Pathologien unserer repräsentativen Demokratie. Wir haben Karrierepolitiker, die vom Kreissaal über den Hörsaal in den Plenarsaal gelangen, die abhängig sind von ihrem politischen Amt. Obendrein sind sie häufig in sehr jungen Jahren in die Politik gekommen und ohne Politik keinen Lebensunterhalt haben. Und solche Leute sind nicht wirklich geeignet, den empirisch vorfindbaren Volkswillen zum hypothetischen Gemeinwillen dann zu veredeln, wenn das, was sie für richtig hielten, den Meinungen ihrer Partei und derer widerspricht, in deren Seilschaften sie aufgestiegen sind und weiter aufsteigen wollen. Obendrein beobachten wir, insbesondere im Umgang mit der AfD, die Aushebelung von Parteienkonkurrenz. Gemäß den Spielregeln unseres Systems muss man sich mit missliebigen Parteien, unangenehmen Parteien, doofen Parteien auseinandersetzen, muss zeigen, was sie inhaltlich falsch machen und welchen Dreck ihre Personen am Stecken haben. Aber wie ist mit der AfD die ganze Zeit umgegangen worden? Ignorieren,
ausgrenzen und jetzt idealerweise vom Verfassungsschutz verbieten lassen. Dann muss man sich nicht auseinandersetzen und sie ist dennoch weg. Funktioniert aber nicht. Nicht zuletzt deswegen nicht, weil es ja Rechtsstaatlichkeit und Gerichte gibt. Und obendrein haben sich unsere Politiker inzwischen ihre Wahlperioden verlängert. Die Landtage werden jetzt auf 5 Jahre gewählt statt auf 4 Jahren, sodass man möglichst lange ungestört von der Bevölkerung regieren kann. Plebiszitäre Einwirkungsmöglichkeiten zwischen den Wahlkämpfen, zwischen den Wahlen werden inzwischen auch von den Linken abgelehnt, von der SPD ohnehin seit langem, inzwischen auch von den Grünen. Lediglich die Linkspartei, und dafür sei sie ausdrücklich gelobt, hält die Forderung nach plebiszitären Instrumenten noch hoch. Und der Wahlkampf, du lieber Gott, der ist inzwischen zusammengeschrumpft von einer inhaltlichen Auseinandersetzung auf eine positive oder negative Produktbewerbung. Nicht umsonst sind es Marketingfirmen, Werbefirmen, welche sich um den Wahlkampf kümmern. Die Folgen sind jene, die in der Ankündigung der heutigen Veranstaltung beschrieben sind, zutreffend beschrieben sind. Die Gräben zwischen Politik und Bürgern werden immer größer, nicht nur in Deutschland, aber in Deutschland eben auch. Es zerfällt die Öffentlichkeit, es zerfallen Diskurse in Meinungsinseln und Meinungshöhlen und somit zerfallen die Voraussetzungen von Demokratie. Die Folge ist ein sinkendes Vertrauen, gerade in jene politischen Institutionen, die Politik betreiben. Schauen Sie, jene Institutionen, denen in Deutschland am meisten vertraut wird, das sind die Gerichte, das ist löblich, die Polizei, das ist bemerkenswert nach 2 großen Diktaturen, und das ist der Bundespräsident. Parteien sind aber ganz furchtbar, und alle politischen Institutionen, die etwas mit Parteien zu tun haben, wie die Parlamente, denen vertraut man dann auch nicht. Es verbreitet sich im Lande eine Art sarkastische Grundhaltung zur Politik, sofern es nicht zu einem neuen Ohne-mich-Gehabe kommt. Und wir sehen obendrein das Ganze garniert durch Gewalttätigkeit. Rechte sind gewalttätig gegen Personen, denn Personengewalt ist das, wo die Rechten, die Linken seit etlichen Jahren klar distanzieren. Und Linke sind gewalttätig gegen das Eigentum und gegen den Ruf von all denen, die nicht ihr linkes Lied singen. Und auch das ist nicht die Weise, wie wir politisch streiten sollten. Ja, was wäre zu tun? Schlussbemerkungen. Mir scheint, wir sollten auf keinen Fall die Flinte ins Korn werfen und dann einfach achselzuckend sagen, na ja, das westliche Politikmodell ist halt einfach am Scheitern. Es wird zur Geschichte. Das Römische Reich ist vergangen und die griechische Polis ist vergangen. Mein Gott, dann vergeht halt die europäische Demokratie auch. Das kann schon so sein. Aber schauen Sie, sogar von einer Fußballmannschaft, die hoffnungslos zurückliegt in der letzten Viertelstunde, erwarten wir doch, dass sie das Feld vor dem Schlusspfiff gerade nicht verlässt, sondern dass sie mit wehenden Fahnen untergeht und Moral zeigt. Und Demokratie ist etwas so schwer Errungenes und so schwer Wiedererringbares, dass man es unbedingt mit allen Kräften verteidigen muss, selbst wenn man eine Grundskepsis haben sollte, die ich ausdrücklich nicht teile. Zweites, was man tun kann, jeder kann sich selbst demonstrativ richtig verhalten. Jeder kann selbst demonstrativ in Gesprächen wissenschaftliche Rationalität legen. Er kann oder sie kann Pluralismus praktizieren, abweichende Meinungen nicht ausweichen, sondern ihnen zuhören, zu argumentieren. Und wir alle können anfangen, die Fehler unserer repräsentativen Demokratie zu mildern oder möglichst abzustellen. Dazu wäre viel zu sagen. Und drittens und letzten, um das leisten zu können, muss man sich halt auch selbst jene größeren Zusammenhänge klar machen, in denen sich die laufende Politik und viele Alltagsdebatten immer wieder verheddern. Man selbst braucht erstmal Durchblick und muss sich über sein Dahinmeinen stellen, um selbst für andere ein Vorbild im richtigen Argumentieren und politischen Handeln zu sein. Und zum eigenen Verständnis dessen, was wir tagtäglich an Problemen erleben, hoffe ich, ein wenig beigetragen zu haben. Und wenn das wirklich so ist, will ich zufrieden sein. Einstweilen danke ich herzlich für die Aufmerksamkeit. Ganz vielen Dank, Professor Patzelt. Wie immer ein sehr rhetorisch geschliffener Vortrag mit Tiefgang und vielen Anknüpfungspunkten. Und die möchte ich gerne mit einigen Fragen, die aus dem Publikum gekommen sind, beginnen, Ihnen zu stellen und mit Ihnen zu besprechen. Vor ein paar Tagen hat der Philosoph Richard David Precht im Fernsehen gesagt, dass er seit langem beobachtet, dass der Staat oder dass die Bevölkerung ein
stetig wachsendes Unbehagen gegen den Staat hegt. Und das ist gerade jetzt in der Pandemie zu diesen von Ihnen genannten Unterstellungen kommt, dass der Staat eigentlich nur Verbote liebt. Dass im Grunde genommen das diese Diktatur ist, die auf uns gerade wartet oder die errichtet wird. Und seine Theorie ist, und hätte ich gern von Ihnen gewusst, was Sie davon halten, dass er im Grunde genommen, das ist ein Systemfehler in unserer Gesellschaft, nämlich wir haben eine egoismusfördernde Konsumgesellschaft in den letzten 50, 70 Jahren hier gehabt. Und der Bürger verhält sich praktisch mittlerweile gegenüber dem Staat wie ein Kunde, der nur Rechte und Ansprüche hat und keine Pflichten und dementsprechend auch keine Loyalität schuldet. Was halten Sie von solchen Gedanken? Ich glaube, dass die Beobachtung richtig ist und dass die Erklärung in die richtige Richtung geht, aber durch die Wahl der Begriffe das Drama etwas verstellt. Ich meine, zu reden, der Bürger verhält sich dem Staat gegenüber wie ein Konsument, ja, da haben wir ein klares Feindbild, nämlich das Feindbild des Konsumenten. Und was erwartet man von einer kapitalistischen Gesellschaft anders, als dass das Konsumentenverhalten sich überall hin ausweitet? Besiegen wir den Kapitalismus eines Tages, dann haben wir auch ein vernünftiges Staatsverständnis. Ich spitze jetzt sarkastisch zu. Das, was in Wirklichkeit hier zu sehen ist, ist Folgendes. Viele Leute haben sich aus übrigens verständlichen Gründen angewöhnt und in Deutschland viel mehr als in den USA oder in angelsächsisch-liberalen Staaten, ja, beim Staat sehr stark an den Vaterstaat zu denken. An jenen Papa, der zuständig ist für das persönliche Wohlergehen. Es hat schon seinen tiefen Grund, warum die Deutschen den Sozialstaat erfunden haben, bei Lichte betrachtet seit dem 30-jährigen Krieg, als das Bürgertum nämlich ruiniert gewesen ist und aufgrund der Zerstückelung Deutschlands der nächste Fürst plus 15, 20 Kilometer weiter entfernt seine Residenz hatte und sich im Zug der protestantischen Umgestaltung des politischen Denkens wirklich als vor Gott verantwortlicher Vater seines Staates empfand. Das geht dann über Bismarck, Sozialgesetzgebung weiter, bis hin zu dem Punkt, dass wir über die Hälfte unserer Staatsausgaben in den Sozialstaat stecken. Und das ist immer noch nicht genug. Der Staat muss alle zu jedem Zeitpunkt absichern. Der Staat hat ein Rundum-Wohlfühlpaket zur Verfügung zu stellen. Und Achtung, an dieser Stelle mag ich nicht die Rede vom Kundenverhalten. Es ist das Kindesverhalten dem Staat gegenüber. Die Vorstellung, dass der Einzelne auch stark sein kann, dass die Aufgabe des Staates nicht darin besteht, ihn durch Gebote und Verbote vor sich selbst zu schützen, sondern ihn zu ertüchtigen, selbstständig in freier Selbstverantwortung für sich zu sorgen, die gilt in Deutschland als ganz furchtbar. Wir haben zu wenig Liberalismus und zu viel Staatsgläubigkeit. Das ist einerseits die alte konservative Staatsgläubigkeit und andererseits die sozialistische Staatsgläubigkeit. Und wir haben aus beiden Formen der Staatsgläubigkeit die schlechtestmögliche Kombination bei uns erschaffen. Sollte die Krise uns wieder zeigen, dass der Staat alle seine Versprechungen gar nicht erfüllen kann, dass also die Gesellschaft sich selbst organisieren muss, dann wäre aus dieser Krise noch etwas Gutes zu gewinnen. Aber nun ist in Amerika ja jetzt genau anders. Also in Amerika ist ja eher eine sehr geringe Staatsgläubigkeit, traditionell. Und trotzdem hat es dort einen Populisten hochgespült. Und trotzdem funktioniert ja auch die Pandemiebekämpfung nicht. Also wir haben ja gesehen, dass es eine große Motivation gab, der Menschen jemand anderes zu wählen, der ihre Sorgen im Mittleren Westen ernst nimmt, nicht nur an die Eliten und an die Globalisierung denkt. Wir haben alle Obama zugejubelt und jubeln jetzt wieder Joe Biden zu. Wir haben wahrscheinlich noch ein böses Erwachen erleben. Und es gab aber Gründe dafür, dass sich 2016, glaube ich, 70 Millionen Amerikaner für einen TV-Star, der meistens bankrott ist, entschieden haben. Und 4 Jahre später nochmal 5 Millionen mehr. Also das war schon noch ein sehr knappes Ergebnis. Also wie kommt das zustande, wenn man mit Blick, das, was Sie gerade gesagt haben, auf die USA das betrachtet? Ja, wenn man das zu verstehen versucht, versteht man wirklich viel von den allgemeinen systemischen Bedingungen von Populismus, die ich vorhin knapp angesprochen habe. Es geht hier wohlgemerkt nicht um die Haltung zum Staat, denn auch die Trump-Anhänger haben nie im Staat ihr Heil gesehen, sondern auch sie teilen die Sichtweise, die früher bei uns eine linke und jetzt eine rechte Aussage ist, die Probleme des Systems sind unlösbar, das System ist das Problem, das Washington Establishment, dieser Staat ist das Problem. Wir müssen wieder sozusagen
zu den Vätern zurückkehren und dürfen nicht mehr in unserer Stadt dulden als einen Sheriff, den wir selbst gewählt haben und Richter, die wir selbst gewählt haben. Nein, das, was hinter dem Trump-Phänomen steht, ist ein Doppeltes. Erstens die Verachtung von kulturellen und wissenschaftlichen und intellektuellen Eliten den einfachen Leuten gegenüber. Das hat schon zu Clintons Zeiten viel böses Blut unter den einfachen Amerikanern ausgelöst und zu Obamas Zeiten erst recht, weil er nun wirklich einer jener Strahleleute gewesen ist, denen persönlich keine Affären anzuhängen waren, anders als bei Clinton, weil er offenkundig keine hatte. Und dann erregt sozusagen die moralische Überlegenheit oder die intellektuelle Überlegenheit eines, der tatsächlich keinen Dreck am Stecken hat oder zu haben scheint. Das erregt dann die Abgehängten besonders leicht. Und zudem, wenn man auf die ganzen Rust Belts in den USA guckt, auf abgehängte Gegenden und so weiter, ja, dort fühlt man sich dann verlassen, auch durch Affirmative Actions den Minderheiten gegenüber, durch Identitätspolitik, die das Zugehören zu einer Minderheit sozusagen zu einer privilegierten Eigenschaft macht und so weiter. Das ist das eine Phänomen, das mit Staatstreue, Staatsgläubigkeit noch nichts zu tun hat. Und das andere ist die Verkindlichung und die, naja, Eventisierung, könnte man sagen, von Politik. Politik ist nichts Seriöses mehr. Politik, das muss einen guten Eindruck machen. Das muss showmäßig inszeniert sein. Auch eine so ehrwürdige Partei wie die Deutsche Sozialdemokratie hat bei einem bestimmten Leipziger Parteitag, als Gerhard Schröder zum Kanzlerkandidaten gewählt wurde, ausdrücklich eine Lichtregie vorgesehen und gab dann Anweisungen, dass die Delegierten klatschen, durchklatschen bis zum Erreichen des Rednerpultes durch Gerhard Schröder festgelegt. Also diese Eventisierung. Das erinnert mich an irgendwas. Ja. Über 30 Jahren. Eben. Dann anhaltender stehender Applaus. Diese Inszenierung von Politik ist es. Was dann dazu führt, dass man sozusagen den besseren Inszenator, die bessere Inszenierung befürwortet und bejubelt. Und dass das bei uns in manchen Hinsichten auch zum Zuge kommt, ist durchaus bedauerlich, obwohl ich dem CDU-Vorsitzenden es nicht übel nehme, dass er so menschlich mit der Marke seines Vaters die entscheidenden Stimmen beim CDU-Parteitag auf sich gezogen hat. Ist es Ihrer Meinung nach, also ist die These gewagt, dass Populisten wie Trump tatsächlich dann also auch ein Ergebnis der Arroganz von Machteliten in etablierten und saturierten Demokratien sind? Also zum Beispiel der Umgang mit besonders kritischen und nervigen Journalisten, von denen es ja ein paar gibt, die sich auch in der Bundespressekonferenz noch durchkämpfen, oder auch die moralische Überheblichkeit, die dann an den Tag gelegt wird bei Themen wie der Vergiftung von Nawalny oder Menschenrechtsproblemen in Russland, Globalisierung. Wie sehen Sie das? Ist das, kann man das so sagen, dass das ein selbstverursachtes Problem ist? Wenn die Analyse stimmt, und viele spricht dafür, dass sie stimmt, dass Populismus in Repräsentationslücken entsteht. Also dort entsteht, wo sich Leute von denen da oben, ob das die in den Medien, in der Politik und so weiter sind, nicht mehr ernst genommen, nicht mehr angenommen, sondern verachtet empfinden. Ja, dann ist es natürlich genauso. Wenn ich sage, wir nehmen euch nicht ernst und haben auch jeden Grund, euch nicht ernst zu nehmen, weil ihr nun einmal blöd, unanständig und so weiter seid, ja, was erwartet man denn dann? Dass jene, denen ich sage, ihr seid zu blöd für mich, dann sagen, oh, ich bin zu blöd für dich, ich muss mich mehr anstrengen, ich muss sympathischer wirken. Ja, das wäre ziemlich kindlich. Die verhärten sich dann. Es gibt ein schönes Lied von Wolf Biermann, das man gar nicht oft genug anhören kann. Du, so geht der Text, du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Mhm. Das ist was zu spitz ist und dann geht es weiter, das bricht ab. Genauso entsteht Populismus. Die Leute, die sich ausgegrenzt empfinden, verhärten sich und die anderen tragen noch das Ihre zu diesen Verhärtungen bei, etwa durch Cancel Culture und so weiter, sodass man ja kein Gespräch zwischen den feindlichen Lagern in der Gesellschaft organisiert, sondern froh ist, wenn jeder für sich bleibt. Ja, ich glaube, dass die Eliten unserer Gesellschaft mit ein gerütteltes Maß an Verantwortung für das Aufkommen von Populismus in Deutschland, Frankreich, in ganz Europa und in den USA, auch in Australien und sonst wo haben. Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach Social Media? Ist das ein Katalysator? Und die Art und Weise, wie momentan Social Media nicht geregelt ist oder rechtsfreie Räume bietet für Hassreden und anonymes Attackieren? Die Rede von den sozialen Medien als Katalysator ist die freundlichste Untertreibung des Jahres. Sie sind nicht nur ein Katalysator,
Sie sind die Quelle von unglaublich viel an Häme und Hetze und sozialem Druck durch Shitstorms. Candystorms gibt es ja relativ selten. Shitstorms wegen der kleinsten Kleinigkeiten. Sie sind auch eine Bühne, auf der viele Leute sozusagen zu unbedacht manche Seiten an sich darstellen, die man eigentlich an ihnen gar nicht haben möchte und sehen möchte, schon gleich gar nicht. Und da meine ich jetzt nicht nur den ehemaligen Präsidenten Donald Trump und seine endlosen Tweets. Ich meine den thüringischen Ministerpräsidenten Ramelow. Muss man wirklich in einer Sitzung so viele Äs machen, wie Twitter gerade noch hergibt, um sozusagen darauf Bezug zu nehmen, was seinem Ministerpräsidentenkollegen etwas weiter nördlich widerfahren ist, mit einem Ä bei einem abgebrochenen Tweet? Nein, das Internet ist ein Tummelplatz. Ein Tummelplatz für Dummheiten, für Unsinn, für Selbsterhöhung aller Art. Es fehlt auch jene soziale Kontrolle, die im persönlichen Miteinander da ist. Vor dem Computer sitzt man allein, ob man nun gekifft hat und betrunken ist oder nicht. Das Innerste fließt dann über die Finger in die Tastatur und geht dann in den virtuellen Raum hinaus. Und was man sich einem Gegenüber niemals zu sagen traute, du bist ein Nazi-Leid, du bist eigentlich ein Faschist, im Internet, auf Facebook, auf Twitter geht es ganz problemlos raus. Also die sozialen Medien haben ganz wesentlich zur Verrohung unserer Kultur beigetragen. Und wir hatten lange Zeit uns Illusionen gemacht. Das ist sozusagen die Demokratisierung der politischen Kommunikation gewesen. Die Schleusenwärter der links-grünen Journalisten können wir umgehen. Es sind schon Schleusenwärter. Empirische Untersuchungen zeigen, dass ungefähr 70-80% der deutschen Journalisten den Grünen, den Linken, den Sozialdemokraten zuneigen. Folglich haben dann gerade auch viele Rechte das Internet als die Möglichkeit gesehen, alternative Öffentlichkeiten, eigene Meinungshöhlen, in denen sie die kommunikative Lufthoheit haben, aufzubauen. Und dann hat man die feindlichen Lagen. Im Internet geht man an gegen die Taz oder gegen die Süddeutsche Zeitung oder was es sonst noch gibt. Das ist dann auch asymmetrisch. Man redet nicht mehr miteinander, denn sozusagen Rechtspopulisten haben keine Chance, in der Taz zu publizieren. Und Linke sind sich viel zu fein, um auf die Webseiten von Rechten zu gehen. Und dort, und seien es auch intellektuelle rechte Webseiten wie bei Tichy und so weiter, sich dort auseinanderzusetzen. So ist das Internet, obwohl es eigentlich als Netz zusammenführen könnte, einer der wesentlichen auch Spaltpilze unserer Kommunikationskultur geworden. Und wenn uns nicht bald etwas Vernünftiges einfällt, dann ist es ganz schlecht für die Demokratie. Fußnote, als Fußnote sei noch angefügt, dass einfach das Sperren, das Aussperren aus Facebook, wie es im Fall von Trump praktiziert worden ist, nicht die Standardlösung sein kann. Denn damit machen wir wieder selektive Zugänge zu dieser Form der Öffentlichkeit möglich. Und das widerspricht eigentlich allen Prinzipien von Liberalität und Demokratie. Aber wir haben hier des Rätsels Lösung noch nicht gefunden. Ich habe das auch für einen Fehler gehalten, aber das ist ein anderes Thema. Kommen wir nochmals auf den 6. Januar zurück, dieses Ereignis. Ihre Einschätzung war oder wäre es tatsächlich möglich gewesen, dass das erfolgreich geworden wäre? Hätte es zu einem echten Umsturz kommen können? Und wenn ja, welche Auswirkungen hätte das auf Europa, auf andere demokratische Länder wie hier gehabt? Dass es zu einem Umsturz hätte kommen können, das halte ich für ganz und gar ausgeschlossen. Mhm. Denn selbst wenn man denn das Kapitol besetzt hätte, die Macht, die liegt im Weißen Haus, die liegt im Pentagon und so weiter, das hätte man dann besetzen müssen, sodass man jetzt spekulieren müsste, dass sich der amerikanische Präsident unter Verweis auf seinen Atomkoffer mit den Besetzern des Kapitols verbündet hätte. Das hätte aber im ganzen Land also einen Aufstand gegen diese angemaßte unterdrückerische, staatsstreichartige Machtausübung ausgelöst. Obendrein war die Amtseinführung des Nachfolgers ja klar, die hätte man unterbinden müssen und das hätte die USA in einen zweiten Bürgerkrieg gestützt. Also diese Gefahr bestand nie. Es war ja schlimm genug, dass der amerikanische Präsident eindeutig durch seine Reden aufgestachelt hat zu diesem ganzen gar unerhörten Akt. Es war schlimm genug, dass man gesehen hat, wie weit verbreitet die Unfähigkeit zum Aushalten von Demokratie, zum Praktizieren eines vernünftigen Streites in den USA verbreitet ist, hier auf dem rechten Flügel verbreitet ist. Und es war schrecklich genug, was wir an Bildern gesehen haben. Denn die Lebensgefahr war keine fiktive, sondern die Lebensgefahr für etliche, die war eine ganz reale.
Und das in einer Gesellschaft, die sich sozusagen ihres demokratischen Charakters ständig rühmt und die sozusagen sich versteht als die Stadt auf den Bergen, das Licht der ganzen Welt, die Kriege führt, um endgültig die Kriege zu beseitigen, weil überall Demokratie aufgerichtet wird, dass dort ein solches Gebräu an ganz unmöglichen und furchtbaren Haltungen besteht, das ist eigentlich das Schockierende. Und eine Machtübernahme, die unrealistisch war, hätte es dafür gar nicht gebraucht, um uns zu zeigen, in welch lausigem Zustand unsere westliche Gemeinschaft sich befindet. Die amerikanische Politikprofessorin Monica Duffy-Tuft hat gesagt, dass die USA ihrer Meinung nach die drei Hauptkriterien für einen Bürgerkrieg erfüllt. Und zwar, die meisten Bürgerkriege folgen ja auf einen vorangegangenen Konflikt. Stark verzerrte, politisierte Erinnerungen an vergangene Bürgerkriege jetzt in den USA, das ist ja des 19. Jahrhunderts. Dann gibt es eine charismatische Führungsfigur, in dem Fall Donald Trump, der eine Erzählung verbreitet von vergangenem Ruhm und Demütigung und ja, diese Ideologie sozusagen aufbaut und politische Ambitionen entsprechend hat. Das typische MAGA-Thema, das Donald Trump aufgerufen hat. Die zweite Voraussetzung ist, eine nationale Identität ist entlang einer kritischen Achse gespalten. Also Glaube, Rasse, Klasse. Und diese Bruchlinien, die gibt es in vielen Ländern, in jedem Land mehr oder weniger. Aber manche Gräben sind halt tiefer als andere und werden auch von ausländischen Akteuren dann entsprechend ausgenutzt. Sehen wir in Amerika durch Russland, China, Venezuela. Und das dritte Element, das ist so eine Verschiebung vom Tribalismus zum Sektarismus. Im Tribalismus hat man das Thema, die Menschen glauben, wie Sie das geschildert haben, zu zweifeln, ob andere Gruppen in ihrem Land die Interessen der breiteren Gesellschaft verfolgen. Im sektiererischen Umfeld dann gelangen die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Eliten und diejenigen, die sie vertreten, also die Medien, beziehungsweise die sich ihnen zugehörig fühlen, zu der Überzeugung, dass jeder, der nicht mit ihnen übereinstimmt, böse ist und aktiv daran arbeitet, die Gesellschaft zu zerstören. Also das ist das, was Sie genannt haben, Cancel Culture, Social Media, Hate Speech und so weiter. Insofern sehen Sie, dass diese Bedingungen auch bei uns irgendwann erfüllt sein können? Wir halten das ja immer so für unmöglich. Kann das jemals wieder passieren, dass wir uns, ich sag's mal salopp, die Köpfe einschlagen? In Amerika war das am 6.1., da gebe ich Ihnen recht, sicherlich noch kein echter Schritt zu einem Coup d'État, aber kann das passieren, wenn das so weitergeht? Ihrer Meinung nach, kann man das ausschließen? Mit Blick in die Geschichte würde ich überhaupt nichts ausschließen wollen. Hm. Die Geschichte lehrt, dass alles, was schiefgehen kann, auch schiefgeht und dass alle Scheußlichkeiten, die Menschen einander antun können, irgendwann auch einander angetan werden können. Aber das ist der Blick aufs Große und Ganze, der jetzt Gegebenheit in unserem Lande außen vor lässt. Wir haben solche Situationen immer bloß insulär. Als in Frankfurt das Gebäude der Europäischen Zentralbank geöffnet wurde, hatten wir in Frankfurt solche Szenen. Ja. Als die G20 in Hamburg tagten, gab es die in Hamburg. In Berlin waren die Kreuzberger Nächte nicht nur folkloristisch, sondern sie waren zu manchen Zeiten auch wirklich ernst gemeint. Und was sich in Leipzig-Konnewitz immer wieder tut, bis hin zu Besuchen von Antifa-Leuten bei Unternehmerfamilien zu Hause, auch das sind in insularen Situationen Dinge, die ein Spaltbild in eine Gesellschaft hinein befördern. Der Vorteil, den wir im Vergleich zu den USA hier haben, ist, dass uns nicht der Glaube eint, dass jeder freie Mensch mindestens einen Revolver oder ein Gewehr zu Hause haben müsste. Ansonsten sei er der Autorität des Staates und anderer hilflos ausgeliefert. Das heißt, das weitgehend durchgesetzte Waffenmonopol des Staates schützt uns hier vor vielen Dingen. Und da reagieren wir auch immer sehr sensibel. Ansonsten muss man in aller Brutalität sagen, dass gesellschaftliches Zusammenhalten in einer Formulierung, deren Autor ich im Moment nicht im Kopf habe, davon abhängt, dass es ein Vorabverständigtsein gibt. Vor jedem Streit ein Wissen, dass man vorab schon verständigt ist, einig ist über Spielregeln, über das, was man erwarten und vom anderen ausschließen darf. Und das ist natürlich in einer Gesellschaft mit einer bestimmten Homogenität wesentlich leichter da als in einer sehr heterogenen Gesellschaft. In einer, um das Beispiel der deutschen Nachkriegsgesellschaft zu nehmen, die ja keine friedliche Gesellschaft war, sondern eine sehr traumatische Gesellschaft, auch in sehr, sehr schlimmen Umständen. Aber
die ganzen Geflüchteten, die kamen, von denen wusste man, dass sie im Grunde gemeinsame kulturelle Muster teilen. Und wenn der auch Ostpreußisch sprach oder Schlesisch sprach und jetzt plötzlich in Baden-Württemberg war, man konnte sich darauf verlassen, dass es eine Vorabverständigung gibt, dass man weiß, worauf man sich gemeinsam einlässt. Je heterogener Gesellschaften werden, je multikultureller sie werden und je mehr man die Multikulturalität auch am Aussehen von Menschen ablesen kann, weil es eben multiethnische und bunte Gesellschaften sind, umso schwieriger wird die Vermutung, im Grunde sei man einander eh einig und habe keine grundlegenden Probleme, sondern bloß die üblichen Probleme. Mhm. Und die USA sind ja längst nicht mehr jener Schmelztiegel, in der Zuwanderer in die von weißen angelsächsischen Protestanten geprägte Kultur hineinkamen. Um die ursprünglichen Bewohner des Landes machte man sich eh keine Gedanken und um die Afroamerikaner machte man sich auch keine sonderlichen Gedanken. Aber die Zeit, in der man sozusagen integriert wurde in eine gemeinsame Public Culture, auch die scheinen vorbei zu sein. Die Gesellschaft baut sich um. Der Anteil der Latinos wird immer größer, der Asiaten ist ganz nennenswert. Der Migrationsdruck nimmt jetzt zu, auch aufgrund der Merkel-artigen Verhaltensweisen des neuen amerikanischen Präsidenten. Das wird auch erhebliche Verwerfungen auslösen. Und in Europa haben wir diese Strukturen. In Frankreich gibt es inzwischen ganze Stadtviertel, in die sich die Polizei nicht mehr hineintraut. Die Rede davon, dass wir uns behaupten müssten gegen diese arrogante weiße Mehrheitsgesellschaft aus religiösen, aus kulturellen und sonstigen Gründen, auch das verbreitet sich in Europa. Also die Spaltungskräfte sind bei uns unübersehbar. Aber daraus zu folgern, dass es uns nicht gelingen könnte, diese Gesellschaft zusammenzuhalten, eine neue Form von Verständigung auf Grundwerte unserer Verfassung, auf Rechtsregeln herzubringen, die Hoffnungslosigkeit, die teile ich da nicht. Man muss sich halt mehr anstrengen und darf nicht glauben, dass eine multikulturelle Gesellschaft zum Kindergeburtstag wird. Diese Randale, die wir erlebt haben in den letzten Monaten, insbesondere gegen die Maßnahmen verschiedener Regierungen in den Niederlanden, aber auch die Gelbwestenbewegung in Frankreich, die Sezessionsbestrebung in Spanien und so weiter, die belegen ja tatsächlich, dass das alles auch kein amerikanisches Phänomen ist. Das ist überall möglich und dass die Demokratie sich ja auch selbst demontieren und abwählen kann. Das sieht man an Polen und in Ungarn. Wenn die Menschen das Vertrauen in die Schutzfunktion und die Leistungsfähigkeit der sie Regierenden verloren haben. Wenn man sich mal anschaut, der Demokratieindex in den letzten 3 Jahren, da gibt es einen Anstieg von autoritären Regimes von 53 auf 57. Also es ist gestiegen. Es gibt mehr autoritäre Länder auf der Welt, als es vor 3, 4 Jahren noch üblich bzw. der Fall war. Und derzeit liefert ja auch die hiesige Politik eine Steilvorlage nach der anderen. Nach der grandios vergeigten Impfstoffbeschaffung der EU-Kommission bis hin zu im Wahlkampf dominierten Corona-Management der 16 Fürstinnen und der Kanzlerin und ihrer Berater. Werden wir Ihrer Meinung nach, abgesehen von weiteren Lockdowns, die wahrscheinlich kommen, und der dritten Welle, im Superwahljahr weitere böse Überraschungen oder überhaupt Überraschungen erleben? Wie ist Ihre Prognose für dieses Jahr? Um ironisch anzufangen, seitdem wir gesehen haben, dass sich Wählerstimmungen in Deutschland ausbreitet, werden wir überrascht sein, wenn bei der nächsten Bundestagswahl es keine Laut darauf zu, aber es lediglich die ironische Einstellung. Es ist weder gewiss noch lässt es sich ausschließen, dass die Anti-Corona-Politik-Proteste weiter zunehmen werden. Sobald der Staat anfängt, sich mit Wasserwerfern dagegen durchzusetzen, nicht auf die harmlose Weise wie in Berlin, wo die Wasserwerfer zur Beregnung, die freilich auch unangenehm ist, eingesetzt worden sind, sobald man Forderungen nachgibt, da müssen doch endlich die Wasserwerfer eingesetzt werden, erzeugt man eine Aufstandsstimmung. Viele in Deutschland sind tatsächlich der Gedankenstrich, völlig unangemessenen Gedankenstrich Überzeugung, dass diese ganze Corona-Situation ja genutzt würde, um eine Diktatur aufzurichten, was blühender Unsinn ist. Aber auch wenn etwas objektiv Unsinn ist, wenn Leute Unsinn für Sinn halten
und von dieser Situationsdefinition ausgehend handeln, dann sind die Folgen real. Und die Reaktionen der Öffentlichkeit und der Staatsmacht darauf sind genauso real. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wir in eine Eskalationsspirale hineingeraten. Und im schlimmsten Fall, und jetzt bin ich fast schon im Sarkasmus angelangt, kommen dann die politischen Parteien zur Einsicht, unter Corona-Bedingungen lässt sich eh kein Wahlkampf führen. Folglich verschieben wir einfach die Bundestagswahl. Gerade im Wahlkampf sind Menschenansammlungen ganz schlecht. Folglich machen wir auch keine Wahlkampfveranstaltungen. Das Ganze wird auch virtualisiert. Und auf diese Weise kann der Druck nicht aus dem Kessel entweichen. Hm. Wenn wir nicht rechtzeitig über Impfen zu einer Wiederherstellung eines halbwegs normalen Lebens kommen und sobald dann die ganzen wirtschaftlichen Begleitschäden der Lockdown-Politik sichtbar werden in Gestalt von Unternehmenszusammenbrüchen oder steigender Arbeitslosigkeit, dann ist die Unruhe in der Bevölkerung schwer aufzuhalten. Und deswegen muss man sagen, wehret den Anfängern, geht zwar vorsichtig, aber mit einiger Gestaltungsfantasie in die Bekämpfung der Pandemie und in den hoffentlich eines Tages erfolgenden Übergang in ein normales Leben hinein und nehmt gerade die Verhärteten, die sich demagogisch Verirrenden, nehmt sie nicht nur als Gegner ernst, sondern als solche Leute ernst, mit denen man reden muss, schon damit sie nicht weitere dritte und vierte und fünfte anstecken. Denn das ist das Problem. Den einzelnen Demagogen kann man nicht überzeugen. Man kann aber zeigen, dass man ihm entgegentreten kann und dass es gute Argumente gegen seine Position gibt. Tun wir das nicht und verlassen wir uns dann lediglich auf die repressiven Maßnahmen, dann gilt das, was die Linke immer erzählt hat, als sie noch für Verfassungsschutz und Regelanfrage überhaupt, also noch dagegen gewesen ist, inzwischen ist sie ja ganz dringend dafür, naja. Man könne die Freiheit auch zu Tode schützen. Die Freiheit ist aber viel zu wichtig, als dass man sie überhaupt zu Tode bringen dürfte, weder durch Schutz noch durch Angriffe. Ja. Ich habe eine Frage aus dem Publikum und ich hoffe, die gebe ich jetzt richtig wieder. Eventuell eine These. Waren die Ereignisse rund um den Sturm auf das Kapitol vielleicht ein untauglicher, plumper Versuch, dass das normale Volk nicht mit der politischen Entscheidung einverstanden ist, dies aber scheinbar nicht wirklich beeinflussen kann, sozusagen ein stummer Schrei nach Aufmerksamkeit? Ist das eine Möglichkeit? Naja, so stumm war dieser Schrei gar nicht. Und in einer politischen Kultur, in der die Verfassung auf der National Mall im Nationalarchiv wie auf einem christlichen Altar als Reliquie ausgestellt wird, ist so ein Sturm auf das Kapitol schon mehr als ein stummer Schrei. Er ist schlechterdings etwas, was sich nicht gehört, um schlimmere Wörter zu vermeiden. Aber es ist ein Symptom dafür, dass zwischen Eliten und Gesellschaft was nicht stimmt. Was ich immer in Bezug auf Pegida gesagt habe, gilt auch hier. Das sind Alarmsignale. Und das Alarmsignal muss ernst genommen werden. Bloß den Signalkopfknopf oder das Lichtsignal, das aufblinkt, abzublenden oder zu überlagern, das nutzt nichts. Das Problem muss gelöst werden. Und dieser Sturm auf das Kapitol war tatsächlich ein Schrei derer, die sich von den Eliten und von der Washingtoner Politik im Stich gelassen empfinden. Ob zu Recht oder zu Unrecht ist jetzt nicht zu entscheiden, aber es langt das Gefühl, denn die Verheißung eines freiheitlichen Staates und einer Demokratie ist, dass die Bürger ernst genommen werden. Sie ernst zu nehmen, heißt nicht, das nachzubeten, was sie vorsagen. Immer zu sagen, Volk, du hast recht. Aber ernst nehmen heißt zu sagen, ich höre euch und gerade weil ich euch höre und verstehe, meine ich, euch sagen zu müssen, da und da liegt ihr falsch und da ist Ende der Fahnenstange. Diese Auseinandersetzung fehlt und dagegen haben scheinbar jene revoltiert, die diesen Sturm auf das Kapitol am Fernsehbild wohlgefällig und unter Verzehrung eines weiteren Hamburgers sich angesehen haben. Wobei ich mich manchmal frage, wie man tatsächlich Verschwörungstheorien folgt, wie man glauben kann, dass eine Regierung, die so dilettierend unterwegs ist, solche Verschwörungen überhaupt managen könnte. Das ist mir für mich rätselhaft. Aber egal, ich habe Ihnen ja mal geschildert, wie schwierig das ist, mit Personen zu sprechen, die tatsächlich davon überzeugt sind, dass das alles ein großes menschliches Experiment ist, was wir jetzt momentan erleben. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zum Thema. Sie haben ja versucht, Pegida empirisch zu untersuchen. Wissen Sie, ob es Untersuchungen gibt zur Zusammensetzung der Querdenken-Demonstrationen? Ist das eine bestimmte Gruppe der Bevölkerung Deutschlands, die dorthin geht? Kann man das soziologisch schon festmachen? Ich kenne eine Untersuchung, die in Freiburg durchgeführt worden ist von einem Basler Soziologen namens Nachtwey, Ende des letzten Jahres wohl.
Und in dieser Untersuchung, die es auch in die deutschen Medien geschafft hat, zeigte sich etwas, was politisch ganz unwillkommen war. Nämlich, dass die meisten Demonstranten einen relativ hohen Bildungsstand hatten, also sehr viele Akademiker, 60%. Und das allerschlimmste Ergebnis, dass ungefähr 40% von denen mit den Grünen sympathisieren und dem sozusagen auch esoterisch angehauchten, gehobenen südwestdeutschen Bürgertum zuneigen. Natürlich ist die Klientel dort im pietistischen Südwesten eine andere, als man sie in Berlin bei den bundesweiten Corona-Demonstrationen oder sonst wo findet. Das in ostdeutschem zusammenkommende Publikum ist ein anderes als dort. Aber sozusagen die Hoffnung, ausfindig zu machen, dass das lauter Rechtsradikale wären, dass sozusagen Pegida sich jetzt als Corona-Demonstration verkleidet und hier die AfD einfach, wie damals bei der Migrationspolitik, Wind in die Segel bekommt, so einfach ist das nicht. Es haben sämtliche Versuche im Misslingen geendet, die Anti-Corona-Politik-Demonstrationen sozusagen einfach dem Rechtspopulismus zuzuschieben und auf diese Weise zu entproblematisieren. Das ist nicht so. Das Publikum bzw. diejenigen, die dorthin gehen, die haben ganz unterschiedliche weltanschauliche Hintergründe und die haben meistens sogar Einigkeit im Ziel, Freiheit zu sichern und das Virus zu bekämpfen. Aber manche glauben, das Virus gibt es gar nicht. Infolgedessen kann die Restriktionspolitik gar keine andere Ursache haben, als die Freiheit zu gefährden. Und was ihr sich wundern darüber betrifft, wie denn Leute glauben können, dass eine so dilettantisch agierende Regierung eine Verschwörungstheorie umsetzen könnte. Da sage ich Ihnen jetzt als geübter Mensch im Sprech von Verschwörungstheoretikern, nicht, dass ich selber einer bin, aber ich glaube, ich könnte den Sprech gut nachmachen. Schauen Sie, genau daran erkennt man, dass es eine Verschwörung ist. Denn normalerweise würde man das ja entdecken, bloß weil die sich so anstellen, bleibt es für euch doofe, Treudeutsche unbemerkt, was hier wirklich läuft. Ihr sollt auch hier euch nicht täuschen lassen von dem Dilettantismus, der ist wohl bedacht, das ist Tarnen und Täuschen. Und mit solchen Leuten fällt das Debattieren dann wirklich schwer. Allerdings, mit Ihnen fällt das Debattieren wunderbar leicht und ich könnte wirklich weiter, lange weitermachen. Leider müssen wir das verschieben, beziehungsweise wir kommen jetzt ein bisschen auch an die Grenzen unserer Sendezeit. Aber ich gehe mal davon aus, irgendwann ist die Pandemie auch vorbei und dann werden wir uns hier wiedersehen. Und können die Diskussion mit Sicherheit mit vielen anderen Themen und Aspekten weiterführen. Haben Sie vielen herzlichen Dank, lieber Professor Patzelt, für Ihre Ausführungen, dafür, dass Sie heute für uns da waren. Und vielleicht noch ein paar Hinweise, jetzt so ein bisschen der Werbeblock, den wir am Ende immer machen, dass wir natürlich weitere Veranstaltungen planen. Ganz intensiv, nahezu jede Woche werden wir verschiedene Themen haben. Das wird sich im Grunde genommen in vielen Bereichen um Corona drehen, um die Gesellschaft insgesamt. Wir werden am 17.04. werden wir einen Nahostexperten haben, der ist momentan in Beirut unterwegs. Der wird dort sprechen, wie die Pandemie, wie das Leben sich in dieser Region momentan gestaltet. Am 20.04. wird unser Mitglied Professor Lukas Flöter, der Restrukturierungsexperte in Deutschland, und Dr. Wolfram Schmidt, ein Investor Relations und Kapitalmarktexperte, die werden sich nochmal treffen. Die haben vor knapp einem Jahr oder dreiviertel Jahr haben die schon mal hier eine Analyse gewagt, wie sozusagen das Insolvenzgeschehen sein wird in der Corona-Pandemie. Das dürfte sehr spannend werden. Am 27. April haben wir den Leipziger Dokumentarfilmer Enno Seyfried zu Gast. Wir sprechen darüber, wie jemand, der, wie Sie erwähnt haben, mit Kunst, Kultur sein Geld verdienen muss, durch die Pandemie kommt. Und so haben wir weitere Themen. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Frau Professor Stengler am 5. Mai, sie ist Kinderpsychiaterin im Helios-Klinikum in Leipzig und ausgewiesene Expertin für das Thema der Kollateralschäden, der psychischen Schäden, der Pandemie, der Beschränkungen auf die Kinder. Ich denke, das dürfte auch sehr spannend werden. Wir laden Sie recht herzlich dazu ein. Wir haben auch am 2.9., das steht jetzt schon fest, den Festakt anlässlich unseres 25-jährigen Bestehens. Und da wird der Ministerpräsident zu Gast sein. Wir planen ein Sommerfest, je nachdem, wie die Corona-Lage das erlaubt. Und Sie, lieber Professor Patze, sind da schon herzlich eingeladen.
Wir kriegen ja unsere Einladung ohnehin und wir freuen uns, wenn wir uns dann tatsächlich alle mal wieder hier sehen können. Vielleicht geimpft, getestet, jedenfalls definitiv gesund. Und ich darf Ihnen allen jetzt ein frohes Osterfest wünschen. Wir werden noch ein bisschen Geduld haben müssen. Wir werden auch unser eigenes Hygienekonzept jetzt nochmal aufbohren und Selbsttests integrieren, sobald die Öffnungen dann zulässig sind. Ich denke, das wird irgendwann im Laufe Mai, Juni passieren. Und Sie dürfen sicher sein, dass wir viele spannende Veranstaltungen für Sie im Petto haben und vorbereiten. Und wir freuen uns auf Sie. Und ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal auch wieder dabei. Schauen Sie einfach auf die Website, auf Facebook, LinkedIn. Da finden Sie Informationen zur Mitgliedschaft. Abonnieren Sie unseren Kanal. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ihr Stefan Rammann.